Hallo und herzlich willkommen zu RetroPlay. Hallo. So, wir schauen uns mal wieder einen Shoot'em'up an. Jawohl. Und diesmal aber nicht horizontal, sondern vertikal. Genau. Also wir haben das letzte Mal haben wir Silkworm gespielt in horizontal. Und jetzt Richtig. Machen wir sowas Ähnliches in vertikal. Und zwar spielen wir quasi Silkworm in vertikal, also Swiff. Das Gerücht, dass Swiff für Silkworm in vertical steht, hält sich hartnäckig, gibt aber keine Bestätigung dafür vom Spiel. Laut Spiel gibt es da irgendwie, heißt das irgendwas anderes, aber eigentlich beschreibt es das relativ gut, oder? Genau, eigentlich schon. Das Konzept ist auch das gleiche wie bei Silkworm. Also wir haben einmal diesen Jeep und wir haben einmal den Helikopter, den wir steuern können. Dadurch unterschiedliche Gameplays im Einplayer und im Zweispieler kann man halt kombinieren, bessere Strategien irgendwie fahren. Und das Besondere an dem Spiel eigentlich war, dass es so eine dynamische Laderoutine hatte. Das heißt, es gibt keine separierten Levels in dem Sinne, sondern es lädt die ganze Zeit weiter und es spielt sich kontinuierlich im Prinzip. Genau. Mhm. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt und dann steigen wir wieder in den Helikopter und den Jeep und wünschen euch dabei, wie immer, viel Spaß. Viel Spaß. So, Swiff. Dann gucken wir noch mal rein in die Schachtel, beziehungsweise erstmal Rückseite, da sehen wir ein paar Screenshots, wir hatten es schon gesagt. Ein Vertikal-Scroller, also wir sehen es diesmal von oben und nicht von der Seite. Von der Seite, genau. Genau, der Free Poster und Free Badge ist leider nicht dabei, aber Jan sagte es, glaube ich, eben schon, Unique Dynamic Loader System steht hier vorne mit drauf. Das werden wir dann in Aktion sehen. Und dann haben wir noch eine Diskette und ein Anleitungsfaltblatt. Genau, wie bei auch Silkworm. Ja. Und hier ist jetzt auch aufgelöst, wofür Swiff eigentlich steht. Denn es steht für Secret Weapons Installation Verification oder Special Weapons Interdiction Vehicles. Das ist so. Oder Silkworm 4. Und oben steht aber nochmal, es geht um ein Elite Assault Team von Special Weapons Interdiction Vehicles. Ja, woran man mal wieder sieht, früher hat eigentlich keiner das Original gehabt. Weil dann wäre es ja klar gewesen. Dann hätte jeder gewusst, klar gewesen. Wovon es eigentlich steht. Ja, genau. Joystick, ansonsten ist es quasi ähnlich und dann lass uns einfach mal starten. Und direkt geht der Superloader an. Von 1991 ist das Spiel. Nö. So, und wir sehen wieder Heli und Jeep. Übrigens kein Arcade-Spiel, ist erstmalig für Amiga und Atari ST erschienen. Hat ein paar seltsame Ableger bekommen auf dem Spektrum, auf dem Amstrad, soweit ich weiß. Und eine Game Boy Color Version, die richtig gut ist. Okay. Hier steht was, Help for Options Screen. Wo war jetzt nochmal hier die Help-Taste? Da, genau. So, und jetzt kann man nämlich auch hier, muss man wieder umstellen und wir stellen auch gerne wieder mal auf Joystick-Steuerung. Genau. Ja. Genau. Dann sind wir eigentlich soweit. Hast du die Game Boy Color Version mal gesehen? Ja, ich hab die. Du hast die? Mhm. Und? Taugt was? Die spielt sich richtig gut, ja. Okay. Fantastische Musik vor allen Dingen. Also hier ist, glaube ich, keine Musik auf der Amiga-Fassung. Auf jeden Fall ist das hier schon bedrohlicher von der Musik. Ja, ja, genau. Ja. Als das doch sehr poppige von Silkworm. Ja. Aber auch hier mit Gesichtern und sowas. Ja. Also schon die Parallelen sind unverkennbar. So, du musst jetzt, glaube ich, noch gleich drücken, dass du auch dazu kommst. Ja, das tue ich. Oder ich gucke mir den Spaß erstmal an. Ja, großartig. nein, ich lasse genau, dich also alleine. Ich bin hier nämlich der Jeep da unten. Übrigens eingebautes Dauerfeuer hier, was ganz schön ist. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht hier irgendwie mit dem Joystick Dauerfeuer rumhantieren, bis es passt.
Bei dem Jeep ist es so, du entscheidest quasi, in welche Richtung du ballerst und dann bewegst du dich und dann ballert er immer weiter in genau diese Richtung. Ja, okay, das ist ja auch etwas anspruchsvoller wahrscheinlich. Der scheint aber recht fix zu sein, dein Jeep. Ja. Das ist ja schon mal gut, weil das war bei Silkworm ja so ein bisschen das Problem. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben. Da muss man, das ist die größte Gefahr für den Jeep. Ja, ja. Dass man irgendwo hängen bleibt und dann aus dem Bildschirm rausgeht und dann ist rum. So, da kommt auch noch eine große Gefahr für den Jeep hier gerade an, nämlich dieser Zug, den man witzigerweise, wenn man das, die Triebloc lahmlegt, auch wirklich komplett zum Stehen bringen kann. Das finde ich sehr schön. So, wir müssen mal gucken, wo die Extra-Container hier sind. Also jedenfalls ist es schon anspruchsvoll. Da ist ein Extra-Container. Das war gar nicht schlecht. Oh, das war schlecht. Kommt hier ein Endgegner? Aua. Ja, doch nicht. Ah. Aua. Ja. Ja, ist nicht ganz so einfach. Der war in horizontal leichter kaputt zu kriegen als in vertikal. Aua. Was? Wo kam denn der Gegner jetzt her, bitte? Toll. Großartig. Gerade ein paar Weapon Power-Ups mal gekriegt. Ah, Hilfe, Hilfe! Ah, da. Puh. Ich habe jetzt gerade dein Problem nicht verstanden. Ich bin hängen geblieben. Ach so. Geh vielleicht nicht ganz so weit vor. Nimm dir mal die Bubble da, wenn du drankommst. Das ist wahrscheinlich ein Schild. Ja. Das ist schon knapp, was du da betrieben hast. No risk, no. Und man hört zwischendurch auch immer das Kettenlaufwerk, wie es kurz mal was nachlädt. Das ist ja mies oh, hier. Oh, toll, ich bin auch. Power-Up ist eigentlich eher kontraproduktiv. Wieso? Weil der Schuss jetzt streut und ich irgendwie nicht mehr gezielt treffen kann. Okay. Eieieiei. Wie viel Leben haben wir eigentlich? Keine Ahnung. Eine Menge jedenfalls. Warum hast du schon so viele verloren? Also ich bin schon öfter mal kaputt gegangen zumindest. Ja, mit den Weapon Power-Ups ist hier halt ein bisschen Schmalspur. Ja, aber richtig. Da kommt ein Bubble für dich. Oh, scheiße, ich fliege da voll rein. Ja. No credits. Oh. Für mich war's das. Okay. Schade auch. Bam. Ja, der ist echt fies, weil der so weit runterkommt irgendwie. Ja. Kannst du kaum irgendwie ausweichen. Aua. Und ziemlich zielgerichtet schießen tut er auch noch. Ja, ich glaube... Ich glaube, wir können Joysticks tauschen. Joystick-Tausch, genau. Trikot-Tausch. Wir haben 3.934 Bullets abgeschossen und 307 Gegner abgeschossen. Super. Können wir uns an die Wand. Das können wir doch noch tuppen. Ja. Schauen wir mal. Nö. Das sieht irgendwie manchmal so aus, wie als springt dieser Jeep. Das ist irgendwie, irritiert mich gerade ein bisschen.
ordentlich was los hier. Springt auch, du kannst springen mit dem Ding. Ja, kann man? Ja. Okay. Frag mich aber jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie springt der hier manchmal. Das sind dann so die Feinheiten. Oh. Hm. Gute Kanone. Ja. Aua. Einem. Jetzt hab ich sie. Oh, keine Chance mehr. Tja, durchs Update war das jetzt irgendwie nicht. Nee, du kannst sie anschießen und damit quasi auswählen, was du haben willst. Entweder V ist wahrscheinlich Velocity, Dollar ist irgendwie Geld und dann. Und du hast ja jetzt einen Doppelschuss. Den vorher nicht auch schon? Zumindest streut er jetzt. Aua. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Boah, da gerade so durchgeprügelt. Echt. Oh, diese blöden Panzerdinger da, ey. Die da aus dem Versteck schießen. Die getarnten Dinger. Ja. Ah, genau die hier. Wo wir die eigentlich gar nicht so viel schießen. Aber nee, muss halt aber im richtigen Moment geht halt unter irgendwie, ne? Ja. Plötzlich kommt aus dem Nichts. Und wenn sie schießen, dann fliegen die Schüsse schnell. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben. Ich hab's nicht gesehen, weil ich so nach oben geguckt habe. Wo kannst du den da unten erledigen? Danke. Schöner Schattenwurf hier. Ja, irritiert aber auch zusätzlich nochmal. Ja. Oh, ey, hier hängst du überall. Dafür bist du theoretisch schneller. Vor allem, wenn das zur Seite schießen, ist äußerst praktisch hier manchmal. Ja. Au. Muss etwas besser aufpassen. Dem waren wir das letzte Mal hängen geblieben. Potenzielle Extras. Boah, alter Schwede, ey! Oh nein! Ja, ich bin auch diesmal hängen geblieben. Immerhin, einen neuen Gegner haben wir kennengelernt. Ja. Kurz. Nee, du hast ja. Jetzt wird's interessant. Ja. Ja, wir haben's getoppt. Immerhin. 359, etwas weiter gekommen. Also auch das ein schweißtreibendes Spiel. Vor allen Dingen haben wir jetzt 15% des Spiels gesehen. Ah, okay. Da steht's, ja. Ja. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Ja, da musst du quasi, also
Ich hätte gesagt, du musst pausieren zwischendurch, um dich so ein wenig zu erholen. Ja, irgendwie schon. Ja. Also ich hätte ja ehrlich gesagt gute Lust, noch eine Runde zu spielen. Dann lass uns noch eine Runde machen. Ja. Als was möchtest du? Ich bleib bei dem Jeep, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, glaube ich. Dann gucken wir mal, ob wir weiter als 15% kommen. Ja, mit den Extrawaffen ist ein bisschen mau irgendwie. Da würde man sich ein bisschen mehr wünschen. Feuer drücken. Mhm. Da muss man auch ein bisschen... Also ich habe das Gefühl... Ich weiß gar nicht, ob man die so wirklich so upgraden kann, so richtig, sondern oder ob man nur verschiedene wählt. Ja, also das Einzige ist ja, dass der auseinandergegangen ist, ne? Also auseinandergegangen und schneller geworden ist. Genau, beziehungsweise das, was ich zum Schluss genommen habe, das war ja... Das war ja, dass es dann auch stärker wurde, also auf kurze Entfernung mehr. Also wenn wir unsere Feuerkraft bündeln, dann ist das schon ziemlich cool. Ja. Ah, Mist. Hilfe! Hilfe! Das war knapp! Das war verdammt knapp. Auch hier kann man sich natürlich... Also Streuschuss ist aber auf jeden Fall hier gut, weil an viele Sachen kommst du ohne Streuschuss gar nicht... Ja, keine Chance. Das Jeep, da kommst du da gar nicht dran. Hä? Rakete? Boah, ich hänge hier überall fest. Das ist das Problem. Weiter nach vorne bewegen, dass ich nicht ganz so am Ende bin, sonst habe ich nämlich echt ein Problem zu. Mhm. Ja! Oh, wo kann der denn her? Jetzt muss man wieder aufpassen auf die getarnten Panzer. Ja. Denn was immerhin praktisch ist mit den Schatten ist, dass man die schon immer etwas vorher sieht. Das stimmt. So, die sind alle platt. Ich muss jetzt drum rumkurven, sonst war es das wieder für mich. Achtung, von hinten. Boah, knapp. Ah, Raketen. Sieht man schlecht, ne? Ja. Und die beschleunigen auch. Ja. Also die fliegen nicht gleichmäßig. Ja, ja. Ah, direkt in die Rakete geflogen. Oh, ich hänge. Das merkst du meistens zu spät. Mhm. Das war hilfreich. Ja. Aber der Jeep ist trotzdem hier deutlich einfacher zu spielen als bei Silkworm. Ja. Was sind das hier? Ach du liebe Zeit, ey. Hatten wir das vorhin auch? Nee. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich zu gut. Hey, ich hab 3! Ah, ich hab leider nur Geld genommen. Das ist doch cool. Wobei die Frage ist, ist Geld Credits und extra Leben damit? Das könnte natürlich sein, ja. Cool. Oh, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Firepower hier, guck mal.
Oh nein! No. Bist du jetzt weg oder was? Tatsächlich. Also du hast keine Credits, sondern nur 2 Leben. Ja, so müssen mehr als 2 sein. Ja, oder 3 Leben. Und die Credits musst du wahrscheinlich einsammeln. Schade. So einen schönen Schuss gerade gehabt. Ja. Jedenfalls ordentlich was los hier. Tja, ja, immerhin 16. Siehst du? 16% haben wir geschafft. 1% mehr, wunderbar. Gut. Gut. Ja, dann das ein erster Eindruck von den ersten 16% von Swift. Swift. Wofür steht Swift nochmal? Special. Ich schau Weapons, mal schnappen. Special Interdiction Weapons Interdiction Vehicles. Vehicles. Genau. Also Special Weapons Interdiction Vehicles. Das geht ganz leicht von der Zunge und auch ganz leicht vom Joystick. Ja, aber ein nettes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Muss man halt ein bisschen üben und so ein bisschen die. Also auswendig lernen will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber dass man so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Genau. Und ja. Für 2 Spieler schon schwer. Ich weiß nicht, wie man das im Einspieler durchspielen soll. Aber 2 Spieler macht Spaß, finde ich. Aber ich könnte mir vorstellen, weil die Gegner sind auch hier die gleichen, wenn ihr alleine spielen würdet. Das ist schon krass. Ja. Gut. Dann, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ad Astra. Ah ja, und was bringt mir das? Naja, dass wenn der Ball über einer Lampe ist, die an ist, kannst du so ändern, dass der Ball über einer Lampe ist, die aus ist. Und damit eine weitere Lampe anmachen. Das habe ich dir bei den anderen beiden Flippern auch schon erklärt. Du hast irgendwie... Das ist nicht so ganz dein...